Ja, moin. 4.12.2021. Ich glaube irgendwas um die 13 Uhr. Silberborn. Wie man sieht, hier oben liegt Schnee. Da wo ich wohne, definitiv noch nicht. Ja, gestern lag was in der Paketstation. Und ich dachte, bei meinem ersten Versuch mit dem neuen Spielzeug nehme ich euch einfach mal mit. Und ob das gut geht oder nicht, sehen wir bald. So, ich habe einen Ort gefunden, an dem ich gerne fliegen möchte. Und wie man sieht, sieht man eine Menge Schnee. Hier im Hintergrund sieht man einen Aussichtsturm. Und ich finde, das ist ganz spannend, vielleicht auch so vom Motiv her. Problem ist, liegt Schnee. Das heißt, von wegen eine ebene Fläche finden zum Starten wird vielleicht eine Challenge. Aber ich habe schon eine Idee. Auch doof für den ersten Flug, sieht man vielleicht auf der Aufnahme nicht. Hier in dem Bereich haben wir relativ viel Nebel. Der scheint da aber relativ zu kleben. Wenn der jetzt natürlich hier hinzieht, dann ist irgendwie auch vorbei mit Fliegen und Orientieren. Ja. Aber ansonsten freies Feld und keine Menschenseele gesehen. Das sind gute Voraussetzungen für den ersten Flug, so gefährde ich niemanden. Und ja, die Bedingungen sind tatsächlich nicht optimal. The home point has been updated. Please check it on the map. SD-Karte nicht verfügbar, Dinge, die man dann lesen will, ne? Da müssen wir uns das wohl nochmal anschauen, ne? Da bin ich wieder. Das Fliegen wollte ich eigentlich auch mit der GoPro filmen parallel. Allerdings war es so, dass ich eine Speicherkarte dabei hatte, die der Drohne nicht recht war. Und deswegen musste ich die GoPro-Speicherkarte dann wechseln. Deswegen gibt es quasi mein Gelaber, vielleicht ein paar Einblendungen von meinen vielleicht nicht ganz so beschissenen Flügen. Und ja, das war die erste Flugrunde. Leider wird das Wetter hier echt immer schlechter. Ich konnte noch nicht mal den ersten Akku leer fliegen. Ich habe jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15, 12 Minuten gefilmt, geflogen. Hat Spaß gemacht, würde gerne mehr. Aber es ist echt kalt, es wird immer nebliger, dadurch reduziert sich auch die Sichtweite. Und ihr wisst ja, wenn ihr die Drohne nicht mehr seht, dann bäh. Erste Erfahrung, was Signalstärke angeht, durfte ich auch schon machen. Ich bin ja jetzt hier relativ freies Feld. Aber hinter mir ist eine Baumreihe, die da... Da bin ich ein bisschen parallel zugeflogen und hatte dann ein bisschen Bäume zwischen mir und der Drohne. Und das war dann schon der Moment, wo die Signalstärke abgerissen ist. Ist schon mal gut zu wissen, damit man ein Gefühl hat, was geht nicht. Ich kann dann auch verstehen, warum viele dann Signalbooster benutzen, passive und so. Wobei das natürlich alles rechtlich schwierig ist, ne? Ja, so. Ich stiefel jetzt direkt wieder zum Auto. Irgendwie ist mir ein bisschen frostig geworden. Zu Hause gibt es erstmal ein schönes Heißgetränk. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurz, knapp, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.